Ja, die Mama ist ja da. Ja. Oh, 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 verstehe. Okay, das haben wir gleich. Ja. Moment, ich bin mitten in der Arbeit. Das geht nicht. Das ist doch nur ein kleines Manöver. Das haben wir gleich. Ihr hört sofort auf zu weinen. Schau mal, da hat die Mama eine frische Windel. Sehen Sie? Ach Gott, wo ist Ihr Problem? Sie stören die anderen, die hier ernsthaft studieren wollen. Studiere ich etwa nicht ernsthaft, nur weil ich Mutter bin? Kannst David doch bei mir lassen, wenn du in die Bibliothek gehst. Das war bisher überhaupt kein Problem, ihn damit hinzunehmen. Er schläft sowieso mittags. Ni hao. Ni hao ma. Wo en hao. Was macht sie da? Sie spricht Chinesisch. Die Sprache der Zukunft. Jedenfalls ist die Umgebung beim Schlaf ungemein prägend. Du warst wieder im Mütterchat. Und da steht, Kinder brauchen die ungeteilte Aufmerksamkeit, um sich optimal entwickeln zu können. Soll ich ihm beim Schlafen zusehen oder was? Er merkt doch, ob du dich den ganzen Tag mit Gehirnhälften und Frontallappen beschäftigst. Du, da habe ich übrigens heute was ganz Spannendes gelesen. Wenn du dich an was erinnerst, was siehst du da? Naja, es kommt darauf an, an was. Davids Geburt zum Beispiel. Nicht an besonders viel. Ich bin in Ohnmacht gefallen. Und was siehst du genau? Ich sehe den langen Gang im Krankenhaus. Ich sehe dich, wie du zum Kreissaal geschoben wirst und dann mich, wie mir die Beine wegklappen. Du siehst dich also selber mit dem Bild? Natürlich. Wie sich die Hebamme plötzlich um mich kümmert, anstatt dich zum Kreissaal zu bringen. Dass du dich selber siehst, heißt, dass du dir das, was gewesen ist, vorstellst. Das heißt, ich bin gar nicht in Ohnmacht gefallen? Doch, aber es ist eben kein Abbild der Realität. Erinnern funktioniert so. Und das macht es für unsere Zeugenaussagen so spannend. Wir können den Zeugen helfen, sich das, was sie gesehen haben, wieder vorzustellen. Hm. Interessant. Dann verschaffe ich mir mal einen Überblick über die aktuellen Fälle. Aber Sie machen sich schon klar, was das bedeutet, wenn Sie frühzeitig in den Dienst zurückkehren. Bitte. Sie kennen ja den Laden hier. Überstunden, Nachtschichten, keine Wochenenden etc. Tag. Tag. Danke. Die Kleine kommt wohl auf den Papa. Das ist ein Junge. Mit schwarzen Haaren. Ja, danke, Frau Schmidt-Rohrbach. Niedlich. Der Wurm. Ich dachte, ich arbeite erst mal halbtags. Als was? Als Kriminalhauptkommissarin? Natürlich. Dann bearbeiten Sie die halben Fälle. Mit den Halbverdächtigen und den halben Leichen. Ist doch gut, wenn du noch zu Hause bist. Das erste Jahr ist für ein Baby immer das Wichtigste. Eben. Wenn er in dieser Zeit seiner deutlich unterforderten Mutter ausgesetzt ist, können wir jetzt schon für seine Psychoanalyse spannen. Da vorne gleich rechts. Da sind auch Parkplätze. Ich setze dich eh nur ab. Du wirst sehen, es ist herrlich. Eine Brutstätte übler Nachrede und hässlicher Gartenzwerge. Ein wunderschönes Plätzchen Erde. Ich würde sterben vor Langeweile. Was ist denn das? Kann ich ihn sehen? Wann kommt die denn hierher? Hast du sie angerufen? Nein. Ja, wer dann? Ich war's nicht, ganz bestimmt nicht. Warum sollte sie das tun? Nein, lassen Sie das. Das ist wirklich schrecklich. Es tut mir so leid. Uns allen. Es kam, wie gesagt, ganz plötzlich. Kommst du bitte? Mein Gott, das ist ja der Kleine. Ja, aus Kindern werden Leute. Charlotte. Was hast du dir dabei gedacht? Musstet ihr das wenigstens sagen? Das ist ja eine Menge Arbeit. Das Unkraut ist eine echte Plage. Das können Sie laut sagen. Die Zupfen kommen Sie da nicht gegen an. Bio hin oder her. Das muss ja ordentlich aussehen. Das sehen leider die wenigsten so. Echt? Sie sind neu hier? Ja. Mit Martin Felser. Ach, Sie sind Frau Felser. Ihr Kleiner ist ja sowas Süßes, ein Wonneproppen. Ich habe mich noch gar nicht vorgestellt. Schröder. Freut mich. Sagen Sie, was ist denn mit dem Mann da vorhin passiert? Der Albrecht. Furchtbar. Herzinfarkt. Beim Heckeschneiden. Er war sofort tot? Mausetot. Hat man gleich gesehen, wie er da so lag. Sie haben ihn gefunden? Ja, mein Mann. Sagen Sie, haben Sie schon mal einen Toten gesehen? Normalerweise sieht man die Toten ja nicht. Ich meine, wenn sie im Krankenhaus sterben. Bei meiner Mutter haben die Schwestern mir das damals angeboten. Na danke, das muss ja wohl nicht sein. Aber seine Frau wollte Albrecht unbedingt noch sehen. Ach, Sie meinen Regina Zacher? Die ist ja nicht mal seine Frau. Das war ja unmöglich. Die hat hier noch nie reingepasst. Die war sich immer viel zu fein für alles. Ihr Mann, der Helmut, der hat sich abgerackert für sie und den Kleinen. Und dann ist sie nicht mal mit ihm mit, wie er nach Kanada ist. Margret! Ja? Was ist denn mit dem Tisch? Gleich, ich spritze noch den Gehweg zu Ende. Mein Mann ist den ganzen Tag schon so. Sowas nimmt einen schon mit. Also, Frau Felser, herzlich willkommen. Hier sind wir. Gemütlich, was? Ein Traum. Ich kann nur hoffen, dass das Wasser für deinen Kaffee nicht vom Brunnen hinterm Haus ist. Ist doch toll, dass man sich ja selbst versorgen kann. Frau Schröder hat das Gift direkt ins Grundwasser gespritzt. Welches Gift? Eine Art Agent Orange für Gehwegplatten? Blödsinn. Das Wasser ist vollkommen in Ordnung. Vielleicht ist unser Nachbar ja daran gestorben. Du bist zynisch. Was willst du? Ich bin hier auf deiner Hacienda. Obwohl es im Umkreis von 10 Metern von Gartenzwerg nur so wimmelt. Weil es eine Leiche gegeben hat. Ansonsten wärst du gar nicht erst aus dem Auto gestiegen. Was ist denn daran zynisch? Also ich nenne das interessiert. Hallo? Ich hab's gleich. Wenn du jetzt mich einen Moment konzentrieren lässt, dann hab ich's. Ja? Das geht nicht, auf gar keinen Fall. Wir müssen das tun. Ich kann das nicht. Es wird uns nichts anderes übrig bleiben. Der Albrecht wollte doch noch mal mit Schröders reden. Der Albrecht kann uns jetzt nicht mehr helfen. Hier. Ja. 47 Zentimeter. Das ist immerhin so ein Stück. Entschuldigung, ich wollte mir nur einen Sonnenschirm ausleihen. Draußen in der Kammer. Setzen Sie sich hin. Haben Sie eine Tüte? Ganz ruhig atmen. Ruhig atmen. Oh, vielen Dank. Ganz ruhig. Ein und aus. Hier, in die Tüte rein. Ein und aus. Ein und aus. Richtig. Ein und aus. Ich kenne das von meinem Freund Martin. Der hat das auch manchmal. Es geht gleich vorbei. Ein und aus. So ist gut. Ich bin übrigens Charlotte Lindholm. Ich bin die Helga und das ist die Andrea. Freut mich. Sie sind mit dem Kriminalautor hier. Ja, genau. Immer weiteratmen. Schreiben Sie auch? Nein, da fehlt mir jede Fantasie. Wird's besser? Geht's jetzt wieder? Es tut mir wahnsinnig leid, ich wollte Sie nicht... Ich muss Sie jetzt leider bitten. Hm? Ja, natürlich. Wissen Sie denn, wo ich einen Sonnenschirm finde? Ja, ja. Der hier geht. Das muss ja wirklich ein furchtbarer Tag sein für Sie heute. Ja, ganz furchtbar. Was will man machen? Wir sind ja alle mal dran. Naja, Schröders sind jedenfalls ganz fertig. Schröders? Naja, die waren doch mit dem Toten befreundet. Der Albrecht, nur über seine Leiche. Und Sie wissen, was ich meine. Die haben sich gehasst. Soll ja vorkommen unter Nachbarn. Gehasst ist vielleicht zu viel gesagt. Aber er hat die Schröders immer die Gartenpolizei genannt. Ja, Gartengestapo. Das ist jetzt aber wirklich übertrieben. War nur ein Anruf. Nur weil man tot ist, muss man nicht gleich umgebracht worden sein. Wir hätten ihn sowieso aufgemacht. Allein um sicher zu gehen, dass es wirklich ein natürlicher Tod war. Aufgemacht? Du meinst obduziert? Gehirn und Gedächtnis. Damit sollte ich mich auch beschäftigen. Man baut ab im Alter. Wir nutzen alle nur den Bruchteil unserer Möglichkeiten. Sie sind doch nicht alt, Frau Reimann. Egal. Mögen Sie? Danke. Der ist selbst gebacken. Ich nehme gerne ein Stück. Gartenarbeit macht hungrig. Wir sammeln für einen Kranz für den Albrecht. Sie haben ihn ja nicht gekannt, aber ich wollte trotzdem fragen, ob Sie vielleicht auch was geben würden. Hm. Oh, kein Problem. Das war ja sein Garten, nicht? Nein. Aber er ist doch dort gestorben. Der Albrecht hat dann nur nach dem Rechten gesehen. Ich habe immer zu ihm gesagt, du machst zu viel. Er hat es ja mit dem Herzen. Und wem gehörte die Laube dann? Zachers. Ach, der Regina Zacher? Das ist doch die vorhin da war. Sie konnte sich nicht mehr selber drum kümmern. Der Albrecht hat die Parzelle für sie gepflegt. Oh, das ist aber großzügig. Warum hat sie die Laube denn behalten? Man hängt ja schon dran, wenn man so einen Garten angelegt hat. Der Kontakt zur Natur ist einfach unbezahlbar. Oh, ich habe ja noch was für Sie. Die hat mein Mann vorhin extra ausgebuddelt. Sie wollen doch einen Kompost anlegen. So. Die sehen doch toll aus, oder? Ja, die roten sind die besten. Vielen Dank. Tag. Tag. Danke. Frau Schröder hat ja erzählt, dass der Zacher nach Kanada ausgewandert ist. Ja, nehmen Sie doch noch einen. Vielen Dank. Also Kanada, das war immer mein absoluter Traum. Also an Reginas Stelle, ich wäre mitgegangen. In so ein Blockhaus in der Pampa am anderen Ende der Welt. Nee, also mich könnten sie auch damit jagen. Das ist das Schöne an so einer Laube. Man hat die Natur und ist trotzdem nah bei der Zivilisation. Ja, das stimmt irgendwie. Und es ist immer jemand da, der einen sieht, wenn einem was passiert. Also der Albrecht wurde ja auch gleich gefunden, oder? Ja, für den armen Albrecht konnte man ja nun leider auch nichts mehr tun. Hm. Die Regina und er, die standen sich ja offenbar sehr nahe. Die beiden waren noch ein Paar, oder? Sie können ja vielleicht fragen. Das ist eine Berufskrankheit. Sie ist nämlich... Psychologin. Dann ist Ihnen ja nichts Menschliches fremd. Nein. Albrecht war glücklich verheiratet, bis seine Katharina letztes Jahr gestorben ist. Bitte. Psychologin. Hat einfach keine Lust, dauernd gelöchert zu werden, wie das ist mit den Mördern und den Leichen. Aber ist doch schön, wenn Sie die Nachbarn für einen interessieren. Wir sollten die Hecke aufstocken. Die darf nicht höher sein als 1,20 Meter. So steht es in der Kleingartenverordnung. Und was ist mit Wassergräben? Sind die auch verboten? Du übertreibst. Und ein paar Piranhas. Tja, Leute, die Leute sind doch nett hier. Ja. Und wer ihnen nicht passt, wird einfach aus dem Weg geräumt. Oh, du mit deiner Ermittlungssucht. Albrecht Leimen ist ganz einfach an einem Herzinfarkt gestorben. Okay, dann erklär mir doch mal, wieso Regina Zacher ihre Laube behält, sie aber meidet. Währenddessen ihr Ex-Liebhaber den Garten pflegt und dabei plötzlich tot umfällt. Plötzlich? Nach 10 Jahren? Na, umso seltsamer. Und wieso bestellt Frau Schröder die Ex-Geliebte hierher, obwohl sie sie nicht ausstehen kann? Helga hat doch gesagt, da war nichts. Deshalb reißt sie auch den Leichensack auf. Dann war sie eben seine Geliebte. Ist doch auch kein Verbrechen. Hast du das gesehen? Was? Da ist jemand auf dem Grundstück. Och, shit. Solltest lieber wieder arbeiten gehen. Ist da jemand? Hallo. Junge. Entschuldige, dieses Halloween macht einen wirklich ganz verrückt. Was ist nur mit dem guten alten Martin passiert? Ich habe einfach Ohrstöpsel benutzt. Ich meine Sankt Martin. Früher haben wir einfach Laterne, Laterne gesungen und nicht irgendwie Trick or Treat gebrüllt. Was ist das denn? Ach, ein blöder Asch. Wo gehst du denn hin? Morgen. Hallo. Nehmen wir mal an, es handelt sich tatsächlich um einen menschlichen Knochen. Wem soll er denn Ihrer Meinung nach gehören? Das weiß ich noch nicht. Das ist aber mehr als vage. Ja, aber es kostet auch nichts, den Knochen untersuchen zu lassen. Diesen Knochen oder das Stück Holz untersuchen zu lassen, kostet einen meiner Mitarbeiter in der Forensik mehrere Stunden Arbeit. Sie wissen doch, wie es aussieht mit den ganzen Etatkürzungen. Sie haben ganz recht. Und wenn es sich dann wirklich als ein Verbrechen herausstellt, dann wird es ja praktisch unbezahlbar. Frau Lindholm, Sie haben doch noch nicht mal einen konkreten Verdacht, um wessen Knochen es sich handeln könnte. Hm? Tut mir leid, aber... Kanada. Ja, vielleicht Helmut Zacher. Das ist der Pächter von dem Garten, von dem alle behaupten, er sei vor Jahren nach Kanada ausgewandert. Ja, Witonski hier. Hallo. Ja, geht wie immer viel zu schnell vorbei. Oberbayern. Wieso, da kann man herrlich wandern. Seien Sie doch so gut und überprüfen Sie was für mich, ja? Es handelt sich um eine Ausreise nach Kanada. Ja, ja, mit Visum, denke ich. Ein Helmut... Zacher. Zacher. Zacharias Anton Cäsar. Wann? Zwischen 95 und 98. Sie haben gehört. Ja. Ja, ich warte. Darf ich? Ja. Aha. Ja, gut. Danke. Ja, ja, das machen wir mal. Gut. Tschüss. Also. Wir haben keinen Verdächtigen, wir haben kein Motiv und wie es aussieht, haben wir auch keine Leiche. Helmut Zacher ist am 14.08.96 in Kanada eingereist und hat seitdem laut Computer das Land nicht mehr verlassen. Geht's dem Kleinen gut? Danke. Ja. Hallo. Wie geht's dem Kleinen? Alles gut? Bestens. Ach. Entschuldigung, ich wollte Sie nicht erschrecken. Das ist kein Problem, ich habe nur wer. Wir hatten gerade eine Obduktion. Ich suche einen Grabert. Der hat Urlaub. Und wer ist da jetzt zuständig? Ich bin Edgar. Edgar Strelow. Charlotte Lindholm, Kriminalhauptkommissarin. Ach, wir haben telefoniert. Aha. Wegen dem Herzinfarkt. Im Kleingarten. Ja und? Es war ein natürlicher Tod. Sind Sie sicher? Mhm. Verschluss der linken Koronararterie. Wann ist der Grabert denn wieder da? Nächste Woche. Okay, danke. Aber vielleicht kann ich Ihnen hier helfen. Ich wollte Ihnen nur um Gefallen bitten. Ja, gerne. Was Sie wollen. Können Sie mir sagen, ob dieser Knochen menschlichen Ursprungs ist? In welchem Zimmer finde ich Sie denn? Was, warum? Nur wegen des Ergebnisses. Ach, ja. Klar, also ich bin viel unterwegs, im Außendienst. Am besten ist, Sie rufen mich auf meine Handynummer an. Nur die Handynummer. Mhm. Danke. Mach ich. Rein damit. Jawohl. Das gibt einen guten Mischboden. Das ist wichtig, damit es nicht faul ist. Sonst haben Sie nicht nur den Gestank, sondern auch gleich den Vorstand am Hals. Ui. Sind die denn so streng? Naja, neuerdings schon. Albrecht hätte das nicht so eng gesehen, aber der ist ja nur nicht mehr. Oh, danke schön, nein. Ihre Freundin sollte nicht in der Laube übernachten. Wieso? Ist das denn gefährlich? Das ist verboten, außer am Wochenende. Das haben die Schröders damals durchgesetzt, dass es in die Verordnung kommt. Die Regina hat mal eine Zeit lang in der Laube gewohnt, wie sie Stunk hatte zu Hause. Aber das passte denen nicht. Vor allem Frau Schröder hatte wohl Angst, dass Regina ihr den Alten ausspannt. Gab's denn dafür einen Grund? Regina lief im kleinsten Bikini der Welt durch die Kolonie. Also alle Männer hier fanden das sehr ansprechend. Waren Sie das? Was? Sind Sie die Künstlerin? Ach, na ja, ich bin Kunstlehrerin. Sie sind ganz schön imposant. Die Nachbarn mögen Sie nicht. Aber Sie verstoßen ja gegen keine Vorschrift. Wenn überhaupt, sollte man Gartenzwerge verbieten. Ich habe eigentlich nur damit angefangen, weil ich solche Angst vor Insekten hatte. Und? Haben Sie sie überwunden? Nicht wirklich. Aber es gibt schlimmere Ängste. Schlimmere? Welche? Ach. Also ich bin Psychologin. Wenn Sie mal reden wollen, vielleicht hilft das ja. Was hilft? Bewegung und frische Luft. Also, seit wir diese Laube haben, geht's mir wesentlich besser. Charlotte Lindholm, Parzelle 34, am Narzissenweg hinten. Ach, Sie sind mit Martin Felser hier? Ja. Jürgen Klose Sanders. Freut mich. Ein großartiges Buch. Ich soll es unbedingt mal lesen. Sie kennen es echt nicht? Nein. Also mir ist es einfach zu blutrünstig. Frau Schröder fragt, was mit den Kostümen ist. Kostüme? Für das Erntedankfest. Wir machen so eine kleine Aufführung mit den Kindern aus der Kolonie. Das ist ja toll. Kann ich da mitmachen? Das wollen Sie sich doch nicht freiwillig antun. Wieso nicht, wenn da alle mitmachen? Wir treffen uns am Donnerstag um 5 im Vereinshaus. Gut. Was ist denn mit Ihrer Wange passiert? Da hat mich mein Sohn mit einem Spielzeug gekratzt. Mütterchen gefährlich. Schönen Tag. Was suchen Sie denn? Ach, Entschuldigung, es war niemand hier. Da dachte ich, wir würden gern unsere Laube vergrößern. Ich wollte mal einen Grundriss von unserer Parzelle anschauen. Ach. Tja, war nichts drin. Wen frage ich denn am besten? Ich sage meinem Mann Bescheid. Gut. Frau Lindholm. Wo ist David? Drin. Helga ist bei ihm. Nein, er ist weg. Dann hat sie ihn kurz mitgenommen. Keine Sorge. Entschuldigung, in letzter Zeit ist er ein wenig komisch. Als unser Jüngster geboren war, hat Helga auch überreagiert. Keiner durfte ihm zu nahe kommen. Da sind wir als Väter außen vor. Ja. Ich habe sie gut abgekocht. Das ist eine Veilchenwurzel, die hilft beim Zahn. Ich wüsste aber gerne vorher, was mein Sohn bekommt. Meine haben die damals auch gekriegt. Wir hatten nie Probleme. Und woher ist auch? Sie haben recht, ich hätte sagen sollen, dass ich ihn mitnehme. Aber ich wollte doch nur helfen. Schon gut. Sie haben mit der Andrea gesprochen? Der Buschfunk scheint ja ganz gut zu funktionieren. Ich habe sie zusammen reden sehen. Ja, sie hat mich eingeladen, beim Erntedankfest mitzumachen. Ach, wir können jede Hilfe brauchen. Sie ist auf jeden Fall schon ganz aufgeregt. Andrea ist immer schon ein bisschen überspannt gewesen. Aber in letzter Zeit kriegt sie Realität und Fantasie schon ganz schön durcheinander. Wollen Sie damit sagen, dass Andrea psychisch krank ist? Oh, ich würde nie was Schlechtes sagen über die Andrea. Aber haben Sie die Metalldinger gesehen? Da kann man schon mit der Angst kriegen. Wir gehen jetzt nach Hause. Charlotte, Veilchenwurzel ist ein altes Hausmittel. In Mütterchat habe ich gelesen, dass es das Einzige ist, was wirklich gegen die Schmerzen beim Zahn hilft. Die Leute hier sind mir unheimlich. Und ich will nichts im Haus haben, was von denen kommt. Du glaubst doch wohl nicht im Ernst, dass unsere Nachbarn hier irgendwen verbuddelt haben. Das sieht ganz danach aus. Du liest zu viel von diesem Hirnzeugs. Ach, übrigens, die roten Linien im Grundriss, die sagen nur, dass die Grenzen neu gezogen werden. Klaus hat gemeint, dass manche Grundstücke das Höchstmaß überschreiten und dass der Vorstand etwas dagegen unternehmen möchte. Und warum interessieren sich alle für das Zachersche Grundstück? Ja, vielleicht liegt es gar nicht darum. Ich habe die Zeichnung doch gesehen. Es ist doch kein Verbrechen, wenn man sich für seine Nachbarn interessiert. Helga ist eine sehr nette alte Dame. Ja. Das war die Nachbarin in Rosemaries Baby auch. Himpelchen war ein Einzelmann und Pippelchen ein Zwerg. Himpelchen war hier. Ja, Lindholm. Hallo, hier ist Edgar Strelow. Und? Haben Sie was rausgefunden? Können wir uns irgendwo treffen? Was ist mit dem Knochen? Stammt er von einem Menschen? Ja, eindeutig. Also doch. Können wir uns sehen? Ich könnte ja vorbeikommen. Wo sind Sie denn gerade? Ich komme zu Ihnen ins Labor. Okay. Aber in 30 Minuten. Da haben die Gartenfreunde vom lieben Onkel Martin wohl doch ein schmutziges Geheimnis. Hm? Wenn er anfängt, mich Onkel zu nennen, dann zieh ich aber auf. Was soll er denn sonst zu dir sagen? Wie wär's zum Beispiel mit Kribigott Felser? Natürlich, das kann er nur noch nicht so gut aussprechen. Stand in einer Online-Kritik. Mit seinem neuen Buch schreibt sich Martin Felser in den Olymp des Kriminalromans. Wow. Könntest du ihn kurz nehmen? Ja. Was denn da zu jammern? Komm her. Ja, klar. Siehst du wohl. Oh, viel besser. Ne? Ah, komm mal mit. Oder? Ich habe überhaupt nichts mehr zum Anziehen. Charlotte? Das ist alles total ausgeleiert. Charlotte, kannst du mal bitte kommen? Unmöglich so rumlaufen. Ich dürfte irgendwas über und kommen, bitte. Das ist ein Notfall. Was ist denn passiert? Alarmstufe Braut. Super Nanny sollte dich das aber nicht schrecken, oder? Das übersteigt rein geruchsmäßig meine Kapazitäten. Vielleicht solltest du deine anale Phase mal im Mütterchat bearbeiten. Sieht doch ganz gut aus. Vielleicht solltest du bloß noch eine Hose anziehen. Es wird langsam kalt draußen. Mit wem bist du denn verabredet? Ich muss nur ins LKA. Es handelt sich um einen Ossametatasi. Aha. Das ist ein Knochen aus dem Mittelfuß. Hier. Ah ja, genau. Hm. Sie haben sich ja verletzt. Können Sie irgendwas zur Identität des Toten sagen? Also Alter, Körpergröße, Geschlecht? Wenn wir das aus Pubis hätten oder wenigstens ein Femur. Also das Schambein oder zumindest den Oberschenkelknochen. Hm. Was ist mit dem Obduktionsbericht? Das mache ich gleich. Aber zackig. Die haben ja manchmal einen Ton. Besser ist, Sie wehren sich gleich. Oder Sie gewöhnen sich dran. Wir können eine DNA-Analyse mit PCR-Technik machen. Und wie lange dauert das? Einen Tag, wenn ich nichts anderes mache. Aber ich muss vorher noch... Der Obduktionsbericht? Ja. Aber ich kann es am Wochenende machen. Dann hätten Sie Sonntagmittag das Ergebnis. Das wäre prima. Danke. Wollen wir uns heute Abend treffen? Wozu? Naja, ich dachte, dann können wir noch mal in Ruhe alles besprechen. Gut. Ich kann Sie nach Dienstschluss in Ihrem Büro abholen. Wir treffen uns in Nibelungenweg 12. Sobald es dunkel wird. Nin hao ma. Wo hao. Shi zemeyam. Was sagst du da eigentlich? Du, was ich gelernt habe. Hallo, wie geht es Ihnen? Danke, gut. Wie laufen die Geschäfte? Bist du sicher, dass du so die Sprache lernen wirst? Die ersten Monate sind entscheidend. Erinnert wird nur das, was emotional eingebunden ist, gell, Mann? Chinesisch ist sehr emotional. Also, wir machen dich jetzt mal bettfein. Und dann kann die Oma mit dir weiter üben. Die Oma muss jetzt leider los. Wo willst du denn hin? Mein Chinesischkurs. Ich dachte, du kannst heute Abend auf ihn aufpassen. Ach du, das tut mir leid. Seichin. Seichin. Er schläft jetzt, okay? Wird das eine längere Expedition? Nein. Nur ein Rendezvous. Hallo. Guten Abend, hallo. Interessanter Ort hier, aber ich glaube, die haben zu. Würden Sie mit mir zusammen was Verbotenes tun? Es muss hier sein. Die haben hier gegraben. Wir müssen doch noch tiefer. Dann sehe ich mal das. Ja, genau. Wir können auch irgendwo anders hingehen. Vielleicht was essen oder trinken. Ein bisschen weiter vorne. Nur im Warmen sitzen. Ich meine, die Knochen, die laufen uns ja nicht weg. Hä? Natürlich. Das ist es. Die haben zwar da gegraben, als ich sie beobachtet habe, aber den Knochen, den habe ich hier gefunden. Die haben die Leiche einfach nur umgebettet und dabei den Knochen verloren. Aber warum buddelt denn jemand eine Leiche aus, um sie ein paar Meter weiter wieder einzugraben? Ja, weil sie Angst haben, dass sie entdeckt wird. Ganz einfach. Entschuldigung. Sagen wir, wenn wir in 10 Minuten nichts gefunden haben, dann... Was dann? Dann lade ich Sie zum Essen ein. Also ja. Nein. Also, Sie haben doch gelächelt, das heißt doch ja. Das war ein freundliches Nein. Hier ist was. Oh. Da. Vorsichtig. Anzeige wegen Hausfriedensbruch rechnen müssen. Das wäre nicht das erste Mal. Stanley Park. Bitte? Der Totempfahl am Hintergrund. Das ist in Stanley Park in Vancouver. Da kann man herrlich wandern. Und? Gab es noch irgendwelche Fußspuren? Außer unseren eigenen? Viel Brauchbares war nicht. Alles, was wir haben, sind die Knochen und die Planen, in die sie eingeschnürt waren. Vermutlich, um sie vor Tieren zu schützen. Was ist das für eine Plane? Nichts Besonderes. Gibt's in jedem Gartencenter. Kleiderreste? Negativ. Auch kein Metall, weder Gürtelschnalle noch Schmuck. Nehmen Sie auf jeden Fall Bodenproben. Im gesamten Bereich des Gartens, okay? Ist der Kollege schon dabei. Das ist ziemlich mühsam hier. Das nächste Mal rufen Sie uns früher. Machen wir bestimmt. Die Presse wird wissen wollen, warum eine so wichtige Arbeit von einer Beamtin im Mutterschutz und einem Praktikanten erledigt wurde. Also wäre nett, wenn sie sich bedeckt haben. Praktikant? Der Junge ist begabt, sagt Grabert. Leider haben wir kein Geld für eine weitere Stelle. Keine Sorge. Von mir erfährt die Presse nichts. Danke. Kein einziger Zahn. Ja, vermutlich war er schon älter. Oder jemand wollte odontologische Spuren beseitigen. In den Lendenwirbeln sind arthritische Knochenwucherungen. Sehen Sie diese Zacken? Mhm. Daran kann man erkennen, dass er auf jeden Fall schon über 40 war. Doch schon ein zahnloser Greis. Verzeihen Sie, das habe ich nicht gemeint damit. Das ist 40 ist ja noch überhaupt nicht alt. Vielleicht können Sie mir ja mit Ihrer Berufserfahrung sagen, ob die Zähne erst nach dem Tod gezogen wurden. Also wenn die Zähne posthum gezogen wurden, gibt es mit Sicherheit Risse am Kiefer, die nicht mehr heilen konnten. Und? Ja, Sie haben recht. Aber die Risse sind mikroskopisch fein. Dafür sind die Schädelbrüche nicht zu übersehen. Die Frakturen sind auch unverheilt, also kurz vorm Tod aufgetreten. Was glauben Sie, war die Todesursache? Dem Verlauf der Brüche nach zu urteilen, stammt die erste Fraktur von einem Sturz. Mhm. Sehen Sie, es ist aufgesprungen hier. Und erst danach ist diese zweite entstanden. Und was ist mit dem Loch? Es stammt vermutlich von einem stumpfen Schlag, der diese zweite Fraktur verursacht hat. Da hat jemand ganz schön zugeschlagen, was? Zorsch. Zorsch. Ja, Zorsch. Sie gesehen, in der Laubenkolonie. Der Tag, an dem Albrecht Leimen gestorben ist. Ich fürchte, ich kann Ihnen nicht weiterhelfen. Albrecht und ich haben uns seit Jahren nicht gesehen. Es geht um Ihren Mann, Helmut Zacher. Albrecht hat ihn zum Flughafen gefahren. Helmut und ich hatten fürchterlich gestritten. Worüber? Er wollte uns zwingen, mitzugehen. Sie waren schon mal gemeinsam in Kanada. Gerne darauf verzichtet. Moritz war eben erst auf die Welt gekommen. Das war sicher nicht leicht, so eine lange Reise mit so einem kleinen Kind. Helmut war ein Egomane. War? Ich habe ihn vor 11 Jahren das letzte Mal gesehen. Was erwarten Sie? Eine Kerze im Fenster? Er hat doch Unterhalt gezahlt, oder? Er hat unser gesamtes Vermögen abgehoben, bevor er verschwunden ist. Ich hatte nichts mehr. Und Sie haben sich nie darüber gewundert, dass er sich nicht mehr gemeldet hat? Ich war einfach nur froh darüber. Warum interessiert Sie das? Kannst du dich noch an deinen Vater erinnern? Für Moritz hat es mir leid getan. Von einem Tag auf den anderen verlassen zu werden, das war schwer für ihn. Haben Sie noch Kontakt zu den Reimanns? Sind Sie verheiratet oder mit jemand zusammen? Nein. Dann sind Sie auch nicht mit vielen Paaren befreundet, nehme ich an. Was hat denn das eine mit dem anderen zu tun? Ich wusste lange nicht, was schlimmer war. Die klammen Versuche der Ehemänner, sich kurz zu bedienen. Oder die geizigen Blicke der Ehefrauen, die mir die Schuld daran gaben. Und? Was ist schlimmer? Die Frage hat sich erübrigt. Ich wurde einfach nicht mehr eingeladen. Und Albrecht Leimen? Hat der sich nicht um Sie gekümmert, als Ihr Mann weg war? Nein, wieso? Sie hatten eine innige Beziehung zu ihm. Albrecht und seine Frau waren auch nicht anders als die anderen. Warum haben Sie die Laube behalten? Hab ich nicht. Sie ist seit damals unverändert. Albrecht Leimen hat sich darum gekümmert. Ich bin davon ausgegangen, dass sie längst wieder verpachtet ist. Frau Zacher, wo waren Sie vorgestern Nacht? Bei meiner Oma in Lüneburg. Wir haben da übernachtet. Moritz, geh bitte in dein Zimmer. Dürfen Sie das so einfach? Dürfen Sie herkommen und mir solche Fragen stellen in Anwesenheit meines Kindes? Ich fürchte, ich werde Moritz auch um seine Hilfe bitten müssen. Ich brauche Ihre Zustimmung für einen DNA-Abgleich. Ich verstehe nicht, wofür. Wir haben in Ihrem Garten den skelettierten Leichnam eines Mannes gefunden. Die Leiche ist männlich, ca. 1,80 groß und zwischen 40 und 50 Jahre alt. Oh, danke. Haben Sie mich? Denken Sie immer noch, es handelt sich um diesen... Helmut Zacher. Der ja bekanntlich in Kanada lebt. Tut mir leid, keine Milch. Die Leiche wurde genau zu dem Zeitpunkt auf seinem Grundstück vergraben, wie er angeblich nach Kanada ausgereist ist. Und seine Frau und seinen Sohn haben seitdem nichts mehr von ihm gehört. Die Behörden bestätigen die Auswanderung offiziell. Bis jetzt wissen wir nur, dass jemand mit seinem Flugticket und seinem Visum dort eingereist ist. Wer, wenn nicht er? Wollen Sie nicht? Alle wussten, dass er nach Kanada gehen würde. Für jemand, der ihn loswerden wollte, war es mit Abstand der beste Zeitpunkt. Sieh mal, jemand anderer ist an seiner Stelle geflogen. Ich würde so machen. Sie würden das Opfer aber nicht in dessen eigenen Garten vergraben. Warum nicht? Doch der sicherste Ort. Ja, Bitomsky hier. Seien Sie so gut und schicken Sie mir Frau Schmidt-Rohrbach, ja? Danke. Das ist nicht nötig. Ich brauche keinen Kaffee, also mit oder ohne Milch. Es geht nicht um die Milch. Ja. Danke. Sie beide werden den Fall in der Laubenkolonie gemeinsam bearbeiten. Als, wie sagt man heute auf Neudeutsch? Albtraum. Dream Team. Aber Frau Lindholm hat doch noch Elternjahr. Hat sein Zahnarzt den Zahnstatus mit dem der Leiche verglichen? Die Zähne sind dem Toten sorgfältig gezogen worden. Und was ist mit Knochenbrüchen? Knochenbrüche gab es auch keine. Da müssen wir etwas origineller sein. Aber wieso sind Sie sich denn dann so sicher, dass unser toter Helmut Zacher ist? Bin ich gar nicht. Aber es ist unser einziger Anhaltspunkt. Oder haben Sie eine bessere Theorie? Wir hätten mein Auto nehmen sollen. Das nächste Mal nehmen wir beide. Und wie stellen wir jetzt fest, ob es sich um Helmut Zacher handelt? Indem wir seine DNA mit der seines Sohnes vergleichen. Ach ja, hier, der Säugling. Ja. Moritz ist jetzt 16. Ich werde als erstes mal die Ehefrau des mutmaßlichen Opfers befragen. Mit Regina Zacher habe ich schon gesprochen. Ich denke, Sie sind undercover. In der Laubenkolonie. Aber da gehört Regina Zacher ja nicht wirklich dazu. Am besten, Sie steigen hier aus und laufen den Rest. Ich weiß, dass Sie sich überlegen fühlen. Aber Bitomsky hat gesagt, wir bearbeiten den Fall gemeinsam. Also, hören Sie auf, mich zu behandeln, als wäre ich Ihre Praktikantin. Ja, natürlich bearbeiten wir den Fall gemeinsam. Es ist doch nur, damit uns niemand aus der Kolonie zusammen sieht. Ja, klar. So, das war's schon. Wenn ich Sie dann auch bitten dürfte. Aber wozu? Ich denke, es geht um die Identifizierung des Toten. Wir brauchen die DNA der Mutter, um zweifelsfrei feststellen zu können, dass sie mit dem Toten wirklich beteiligt wird. Wir haben an allen Stellen verdächtige Spuren gefunden, die mit Proben vom Grundstück übereinstimmen. Das hatte ich befürchtet. An dem Tag, an dem wir gemeinsam zusammengeworfen sind. Denken Sie, das ist mein Vater? Ich weiß es nicht. Es tut mir leid, ich hätte mit deiner Mutter neulich besser allein sprechen sollen. Sie erzählt mir ja nichts von früher. Moritz? Scheiße. Wenn du willst, lenke ich sie kurz ab. Bist du sicher? Ich habe sie gesehen. Warst du schon bei Felser? Er weiß nichts davon, dass sie die Laube umbauen wollen. Was hat sie denn dann im Büro gesucht? Der Frau ist nicht zu trauen. Für neulich Nacht haben alle mehr oder weniger gute Alibis. Wollen Sie sich hören? Nein, bitte nicht. Im Zweifel waren alle zu Hause und haben ferngesehen. Aber immer zu zweit. Richtig. Und was haben Sie über damals rausgefunden? Am Abend vor Zachers Ausreise gab es eine Abschiedsparty in seiner Laube. Und wer war alles da? Ja, Familie Zacher, logisch. Und Jürgen und Andrea Klose Sanders, Helga und Klaus Reimann, Albrecht und Katharina Leimen. Die soll aber nur kurz dabei gewesen sein, weil die war Krankenschwester, die hatte Nachtdienst. Was mit Schröders? Die war nicht eingeladen. Die erinnern sich aber noch gut an den Lärm. Was für ein Lärm? Laute Musik und ein Streit. Worum es ging, wüssten sie nicht, nur dass es dann plötzlich ruhig war und Regina Zacher wie ein hypnotisiertes Kaninchen an ihnen vorbeigerannt ist. Klaus meint, Helmut Zacher war krankhaft eifersüchtig. Ja, alle anderen sagen übereinstimmend, Regina wäre dann weg aus der Laube, sie hätten Helmut wieder beruhigt und dass Albrecht Leimen als letzter dageblieben ist, als sie weggegangen sind. Ah ja, und jetzt kommt was Interessantes. Albrecht Leimen war Zahnarzt. Ach. Der wusste also, wie wichtig das Zahnprofil für die Identifizierung von Leichen ist. Na natürlich, und er wusste, wie man Zähne zieht. Ja, das würde erklären, wiederum der Kiefer des Toten so wenig Verletzungen aufwies. Also war Albrecht Leimen der Mörder und der ist mittlerweile leider tot. Und was ist mit den dreien, die bei Nacht und Nebel die Leiche umgetopft haben? Zucker? Hm? Danke. Wieso sollten sie das tun, wenn sie mit dem Mord nichts zu tun hatten? Vielleicht waren Satanisten. Der Junge von letztens und seine Freunde. Nein, Mo. Wie in Ihrem Buch. Das habe ich übrigens an einem Wochenende gelesen. Verschlungen. Tatsächlich? Wissen Sie, diese Stelle mit den Satansanbetern und wie sie dann dem Hausmeister die Kehle und wie sie sich dann mit seinem Blut... Oh, ich habe gelesen und dann war schon wieder Montag. Haben Sie noch was? Ja, bislang sind Sie unsere Hauptverdächtige. Sie wurden am frühen Morgen nach der Umbettung auf dem Zacherschen Grundstück gesehen. Am selben Tag sind Sie in das Büro des Vereins eingebrochen. Quatsch, die Tür stand sperrangelweit offen. Und Sie haben sich auffällig für die Zachers interessiert. Haben Sie die Flüge überprüfen lassen? Ja. Keiner der Namen aus der Kolonie taucht auf einer Passagierliste von Flügen aus Kanada, USA oder Südamerika nach Deutschland auf. Aber ich habe den umgekehrten Test gemacht und die Alibis vom 14.08.1996 überprüft. Was? Das ist 11 Jahre her. Ja, aber das war ein Mittwoch. Und Jürgen Klose Sanders und Theo Schröder waren beide bis zum Ende der Woche, also bis einschließlich 16.08. krankgeschrieben. Jeder von ihnen hatte also genügend Zeit, nach Kanada und zurückzufliegen. Haben Sie auf den Passagierlisten bei Jürgen Klose Sanders die Namen auch einzeln überprüft? Ja, Jürgen Klose, Jürgen Sanders, beides Fehlanzeigen. Oh. Ich muss rüber. Die Probe fängt gleich an. Was für eine Probe? Haben Sie gut amüsiert. Das freut mich natürlich. Und was lesen Sie sonst so? Ich weiß nicht, wie Sie das machen, oder? Bei mir wird es schief und krumm. Schauen Sie mal. Sie wollten noch mal mit mir sprechen. Ja. Da gibt's Fragen zur Pacht. Kommen wir mit ins Büro. Wie geht's Ihnen? Haben Sie noch diese Angst? Wovor? Ist es stärker geworden? Am Anfang dachte ich ja noch, es wird besser mit der Zeit. Aber jetzt, wenn ich aufwache, weiß ich nicht, was schlimmer ist. Meine Albträume oder das Gefühl, dass noch ein ganzer Tag vor mir liegt. Wie hat denn das angefangen? Hier. Mir fehlt es an psychologischem Geschick. Können Sie mir mit den Kindern helfen? Klar. Die Pacht für den Garten der Zachers wurde seit September 96 einmal jährlich bar eingezahlt. Von wem? Das halten wir hier nicht fest. Martin hat um 3 einen Termin in Lüneburg und holt ihn dann bei dir ab, okay? Wo bist du denn? Unterwegs. Arbeitest du etwa wieder? Du hast doch selbst gesagt, ich soll nicht so eine Glucke sein. John Young, Chidao. Alles klar, Mama. Ciao. In der Mitte liegt das Gold. Bitte? John Young, Chidao. Sprechen jetzt alle Chinesisch? Das ist die meistgesprochene Sprache der Welt. Den Eindruck habe ich auch. Ja, Mama, ich weiß, in der Mitte liegt das Gold. Frau Lindholm? Ja, am Apparat? Hier ist Edgar. Herr Strelow. Wollen Sie nicht vorbeikommen und etwas Glanz in unsere triste Forensik bringen? Ich würde Ihnen gerne was sagen. Herr Strelow, ich sitze gerade mit Frau Schmidt-Rohrbach im Auto. Um was geht's denn? Das Ergebnis der DNA-Untersuchung ist da. Unser Toter ist nicht verwandt mit Moritz Zacher. Aber wenn der Genosse hier nicht Zacher ist, wer ist er dann? Zacher. Zacher? Vielleicht ist Zacher nur einfach nicht der Vater von Moritz. Warum beißen Sie sich denn so an Zacher fest? Weil da was nicht stimmt. Ein Mann, der so eifersüchtig ist wie Zacher, der lässt doch seine Frau nicht einfach allein. Er wollte sie mitnehmen, nach Kanada, aufs Land, um sie endlich ganz für sich zu haben. Und wer könnte ein Interesse gehabt haben, ihn daran zu hindern, außer Regina Zacher selbst? Vielleicht der wirkliche Vater von Moritz. Ich kann nicht auf gut Glück schon wieder einen Vaterschaftstest mit einer Leiche durchführen lassen. Ohne die Einwilligung der Mutter schon mal gar nicht. Ach, Regina Zacher lügt vermutlich, was den Vater ihres Sohnes angeht. Ja, das tun viele Frauen. Ist das alles, was sie bisher herausgefunden haben? Die Pacht des Grundstücks wird seit Jahren von Andrea Klose Sanders bezahlt. Was? Ja. Wieso haben Sie mir das nicht gesagt? Ich sag's doch jetzt. Kommen Sie wieder, wenn Sie sich auf einen Verdacht geeinigt haben. DNA von Albrecht Leimen ist kein Problem. Gut. Der Test ist ja inoffiziell. Das Ergebnis teilen Sie mir am besten persönlich mit. Ja? Gehen Sie dafür mit mir essen? Ganz offiziell? Das würde ich gerne. Aber Sie haben keine Zeit. Yes? Okay. Tschüss. Bye-bye. Weißt du, wer das war? Nein. Das glaubst du gar nicht. Das war Random House aus New York. Die wollen meinen Roman, der Satanische Kreis, auf Englisch. Nein. The Satanic Circle. Ich gratuliere dir. Heute Abend passt der berühmte Onkel Martin auf dich auf. Meinst du, ich werde jetzt berühmt? Hä? Ja, natürlich. Bitte? Hallo. Ich wollte eigentlich zu Lindholm. Ich bin verabredet mit ihr. Aha. Moment. Da draußen steht so ein Halbstarker, der behauptet, mit dir verabredet zu sein. Edgar? Das ist doch jetzt nicht dein Ernst, oder? Natürlich nicht. Hey. Hallo. Wer war das denn? Das ist nur Martin, mein Mitbewohner. Ach so. Hier. Was soll das? Ich dachte, rote Rosen finden Sie vielleicht kitschig. Woher wissen Sie überhaupt, wo ich wohne? Ich bin bei der Polizei. Was ist mit der DNA-Analyse? Ja, solange wir nicht wissen, wer der Tote ist, bleibt alles andere hypothetisch. Sie hatten recht. Es war wirklich Zacher. Albrecht Leimen ist der Vater von Moritz. Das macht es wahrscheinlicher, aber nicht sicher. Ich habe mir seine Akte noch mal genauer angesehen. Zacher war Typ-1-Diabetiker und die DNA des Toten weist ebenfalls Diabetes mellitus auf. Sie sind unglaublich. Nur motiviert. Sie haben nur gesagt, wenn ich das Ergebnis habe, dann gehen Sie mit mir raus. Das geht nicht. Denn hier? Bitte sagen Sie meiner Mutter nichts davon. Woher wusstest du, dass das eure Laube ist? Hä? Die Fahne mit dem Blatt, daran kann ich mich erinnern. Was kannst du dich denn noch erinnern? An kaum was. Ich weiß ja nicht mehr so richtig, wie mein Vater ausgesehen hat. Es gibt ja auch keine Fotos von ihm. Und an den Abend? Bevor er weg ist? Nee. Die Leute, an die Freunde von deinen Eltern. Kannst du dich an die noch erinnern? Ich weiß nicht. Vielleicht erinnerst du dich an die, wenn du sie wieder siehst. Zu sehen ist... Was bedrückt Sie denn so? Es kommt alles wieder. Alles. Vor allem die Angst. Erzählen Sie, wie hat diese Angst angefangen? Das ist lange her. An einem Abend im August 96. Wir waren bei Helmut und Regina. Was ist passiert an dem Abend? Das ist alles durcheinander. Wo fange ich an? Konzentrieren Sie sich auf irgendwas Bestimmtes, ein Detail. Regina ist immer wieder rein und immer wieder dasselbe Lied. Für mich soll es rote Rosen regnen. Ja, und dann? Plötzlich steht der Kleine da. Er ist aufgewacht. Von dem Krach. Verzeihung. Martin, was ist denn? Du musst sofort nach Hause kommen. Wieso? Was denn passiert? David weint und weint. Ich weiß nicht mehr, was ich tun soll. Okay, ich bin gleich da. Es tut mir wahnsinnig leid, aber ich muss nach Hause zu meinem Sohn. Ich komme morgen als allererstes zu Ihnen und wir reden in Ruhe. Einverstanden? Ja, natürlich. Kein Problem. Gut. Haben Sie meine Frau gesehen? Die sind im Büro. Wo ist Moritz? Der ist gegangen. Was, wann denn? Vor 5 Minuten. In dem Alter hat man eben doch andere Interessen. So. Ja, schau mal. Mami ist auch schon da. Ja, mein Liebling. Und? Hast du dich gut amüsiert? Ich habe gearbeitet. Arbeiten? So nennt man das. Hör auf, mir schlechtes Gewissen zu machen. Ich habe dich gefragt und du hast gesagt, du bleibst lieber bei David. Und? Wer war der Typ an der Tür? Ein Kollege. Ein Kollege? Dann sind die Teletubbies das literarische Quartett, was? Ja, hallo? Ist das passiert? Er hat wohl das Gleichgewicht verloren. Sie dürfen da nicht rein. Hey. Das ist abgesperrt. Es hat ihr geholfen, in der Früh vor dem Unterricht an ihren Skulpturen zu arbeiten. Das haben Sie ausgenutzt, um sie von der Leiter zu stoßen. Ihre Frau hat jahrelang die Pacht für das Zachersche Grundstück bezahlt. Sie wusste, dass die Leiche dort begraben war, als Sie Zacher umgebracht haben. Nein. Sie hat es einfach nicht mehr ausgehalten. Und Sie haben sie zum Schweigen gebracht. Ich habe niemanden getötet. Wovor hatte Andrea solche Angst? Sie war ganz aufgewühlt gestern Abend, nachdem sie mit Ihnen gesprochen hatte. Beantworten Sie meine Frage. Haben Sie ihr auch solche Fragen gestellt? Vielleicht hat sie sich ja selber umgebracht. Scharfkantige Metallstange durchdringt linken Lungenflügel. Riss an rechter Herzkammer. Ich bin schuld. Splitterung. Was? Ich wollte gestern Abend noch mal mit mir sprechen. Ich musste nach Hause. Wenn ich da geblieben wäre, würde sie vielleicht noch leben. Könnte sie es vielleicht selber getan haben? Nein, so wie es aussieht, ist sie gestürzt worden. Wir haben eine Wunde und Metallsplitter in ihrer linken Hand gefunden. Sie hat versucht, sich an der Leiter festzuhalten. Jemand wollte verhindern, dass sie sich mir anvertraut. Ja, aber wer? Und warum? Irgendwie stecken die da alle mit drin. Es gibt überhaupt keinen Unschuldigen. Doch. Ich mag das nicht. Du musst das nicht essen. Der Geruch soll dir nur helfen, dich zu erinnern. Okay. Du hast geschlafen. Weißt du noch wo? Ja. Das klingt jetzt vielleicht albern, aber es wäre gut, wenn du dich da hinlegst. Es muss alles so sein wie an dem Abend. Deine Mutter bringt dich ins Bett. Sie deckt dich zu. Sie geht wieder runter zu den Gästen auf die Terrasse. Du bist hier oben allein. Du schläfst. Ich wache auf. Es ist dunkel. Wovon wachst du auf? Da sind Stimmen auf der Terrasse. Die Stimmen sind laut. Was sagen diese Stimmen? Ich weiß nicht. Es ist laut. Ich habe Angst. Ich gehe zur Treppe, um sie zu verstehen. Mach das mal. Eine Mutter. Sie schreit. Was? Ich weiß nicht. Ich gehe zu ihr. Die Erwachsenen sehen mich erst gar nicht. Mein Vater liegt am Boden. Warum liegt er da? Da ist Blut. Er blutet am Kopf. Nein, bitte nicht! Was passiert jetzt? Moritz, was siehst du? Moritz! Hey, hey, hey! Alles gut. Lassen Sie mich! Her. Was hast du gesehen? Mein Vater. Er hat geblutet. Wie ist das passiert? Weiß ich nicht. Ich muss jetzt nach Hause. Moritz, warte. Warte, ich bring dich. Nein. Aus Sicht der heutigen Gehirnforschung sind Gedächtnis und Erinnerung schöpferische Prozesse. Können doch nicht Hirngespinste als Zeugen aussagen werden. Das episodisch-biografische Gedächtnis funktioniert aber ebenso. Man erinnert etwas, indem man es sich vorstellt. Man erinnert etwas, indem man sich erinnert. Moritz hat die Wunde am Kopf gesehen. Das konnte er nicht wissen. Also wenn ich mir Mord vorstelle, dann blutet es auch am Kopf und nicht am Fuß. Da war etwas, was den Jungen verstört hat. Er hat etwas gesehen, was er mir nicht sagen konnte. So kommen wir nicht weiter. Sie verdächtigen die halbe Laubenkolonie, haben aber noch nicht mal ein Tatmotiv. Vielleicht ging es ums Geld. Regina Zacher hat gesagt, ihr Mann habe das gemeinsame Konto geräumt, bevor er verschwunden ist. Wo ist das Geld geblieben? Ich müsste einfach die Konten der Verdächtigen einsehen dürfen. Dann... Wie soll ich das durchsetzen? Bei Albrecht Leimen und Klose Sanders vielleicht. Aber gegen alle anderen haben wir überhaupt nichts in der Hand. Überhaupt nichts. Nin. Hauma. Hallo. Hi. Gute. Schön. Hallo. Oh, ich hab dich gar nicht gehört. Und? Alles in Ordnung. Du, bei mir schläft er immer durch. Du hast ihn aber nicht schreien lassen, oder? Was hab ich dir bloß getan, dass du mich für ein Ungeheuer hältst? Willst du nicht hier übernachten? Du, ich bin noch verabredet. Wie? Mit wem? Tschüss. Tschüss. Die Sprache der Zukunft. Arme Andrea. Wann haben Sie sie zum letzten Mal gesehen? Im Erntedankfest. Sie war ganz fertig mit den Nerven. Aber dass der Jürgen ihr so viele von diesen Tabletten gegeben hat, ist doch auch nicht richtig, oder? Kein Wunder, dass sie da das Gleichgewicht verloren hat. Der Todeszeitpunkt war zwischen 5:30 Uhr und 7 Uhr. Sie ist ja schon um 9:30 nach Hause. Haben Sie den Jürgen denn schon befragt? Frau Reimann, ich stelle mir die Fragen. Geht es hier noch lange? Ich würde gerne noch was einkaufen. Das war alles für heute. Was ist denn los mit Ihnen? Die Frau schafft mich. Sie sind doch sonst nicht so zimperlich. Ich weiß nicht. Sie erinnert mich irgendwie an meine Mutter. Das ist interessant. Albrecht Leimen hat Geld für Moritz angelegt. 200.000 Mark. Nicht mal eine Woche nach Zachers Tod. Sie denken, er hat ihm das Geld gestohlen? Das wäre ein merkwürdiger Zufall, wenn es nichts miteinander zu tun hätte. Frau Zacher? Hier. Was ist los? Kann ich Ihnen helfen? Migräne. Warum hat Albrecht Leimen ihrem Sohn so viel Geld hinterlassen? Es gibt ein Sparbuch auf seinen Namen, angelegt am 19. August 1996. Davon weiß ich nichts. Aber Sie wussten, dass er Moritz Vater ist. Woher kommt das Geld? Sie haben gesagt, Ihr Mann hätte alles mitgenommen. Aber Ihr Mann ist tot. Sind die 200.000 Mark von ihm? 200? Es waren über 600.000. Woher hat er so viel Geld? Er hat im Lotto gewonnen. Eigentlich wir alle. Aber der Schein war auf seinen Namen ausgestellt und Helmut fand, das Geld stehe ihm allein zu. Weil wir ihn doch allesamt betrogen hätten. Wie hat er das gemeint? Weil alle außer ihm es doch gewusst hätten mit mir und Albrecht. Und da haben Sie gemeinsam beschlossen, ihn verschwinden zu lassen und das Geld zu teilen. Glauben Sie im Ernst, ich würde hier wohnen, wenn ich Geld hätte? Erzählen Sie mir, was an dem Abend passiert ist. Ich will Schluss machen hier mit dem ganzen Zeug. Es kam im Streit zu einem Gerangel. Helmut fiel hin. Und als er da lag, haben Sie zugeschlagen? Deswegen konnte Moritz mir nicht erzählen, an was er sich erinnert. Weil er mit ansehen musste, wie Sie Ihren Mann erschlagen haben. Ich wollte. Ich habe den Spaten genommen. Aber ich habe das nicht geschafft. Dann bin ich weg aus der Laube, so schnell ich konnte. Erst als ich zu Hause war, fiel mir auf, dass ich Moritz da gelassen hatte. Sie sind nochmal zurück zur Laube? Nein. Ich weiß auch nicht, warum. Ich habe mich zu Hause einfach ins Bett gelegt und geschlafen. Am nächsten Morgen brachte mir dann Albrecht das Kind. Bevor er in der Tür stand, wusste ich nicht einmal, ob ich Moritz je wiedersehen würde. Helmut wollte ihn ja mitnehmen. Ist das nicht furchtbar? Wer hat Ihren Mann erschlagen? Ich weiß es nicht. Das Schlimme ist doch, dass ich Moritz da vergessen habe. Na, kennst du die Mama noch? Kennst du die Mama? Mütter sind für Söhne gar nicht so wichtig. Jungs brauchen männliche Vorbilder. Das stand im Mütterchat? Ich bin jetzt im Väterchat. Das ist hochinteressant. Satans Lust for Blood. Ist das die Übersetzung von deinem Buch? Stell dir vor, sie haben den Titel einfach geändert. Ach übrigens, Frau Schmidt-Rohrbach hat angerufen. Sie hat irgendwelche Neuigkeiten wegen der Fußspuren für dich. Warum ruft sie mich nicht auf meinem Handy an? Sie hat gewusst, dass du nachmittags nach Hause kommst und wir haben sowieso telefoniert. Du weißt aber schon, dass sie verheiratet ist. Verheiratet? Wieso? Schmidt-Rohrbach, das sind zwei Namen. Den hat sie von ihren Eltern übernommen. So etwas gibt's. Vor seiner Hochzeit mit Andrea hieß Jürgen Kramer und ist am 17.08., also genau 3 Tage nach der Einreise, der angeblichen Einreise von Helmut Zacher, von Toronto aus nach Deutschland geflogen. Bitte. Einen Hinflug auf seinen Namen gab es nicht. Ich bin so blöd. Wie hat er das mit dem Visum gemacht? Ich meine, das fällt doch auf, wenn er keins hat. Sie haben am 15.08. Ihre Papiere als gestohlen gemeldet und von den Behörden in Toronto einen vorläufigen Pass bekommen. Ja. Ich habe Zacher nicht getötet. Helga Reimann war es. Sie hat die Schaufel genommen, nachdem Regina sie weggelegt hatte. Und warum haben Sie Helga Reimann gedeckt? Warum haben Sie Ihre Frau umgebracht, wenn Sie unschuldig waren? Ich habe es nicht getan. Wir haben im Blut Ihrer Frau eine hohe Dosis Beruhigungsmittel gefunden. Helga hat mir die Pillen besorgt. Helga Reimann hat Ihre Frau auch umgebracht. Ich weiß es nicht. Aber sie hat ständig Druck gemacht, ich soll dafür sorgen, dass Andrea nicht so viel redet. Ja, das haben Sie ja dann auch. Nein! Ich wollte doch nur, dass Ihre Angst aufhört. Die Fußspuren neben der Leiter stammen von Ihren Gummistiefeln. Alle Fakten sprechen gegen Sie. Warum sollen wir Ihnen glauben? Ich verstehe nicht, warum er nicht endlich gesteht. Um die Gegenwart verstehen zu können, muss man in die Vergangenheit schauen. Bitte? Das ist doch aus Ihrem Lieblingsbuch, der satanische Kreis. Guten Tag. Wir würden Sie gerne einladen. Wir waren schon enttäuscht, dass der Helmut uns unseren Anteil nicht zahlen wollte. Wir haben ihn gemeinsam getötet und das Geld geteilt. Wir sind doch keine Killer. Das musst du gerade sagen. Hör doch auf. Wir wissen doch, dass Albrecht der Letzte war, der geblieben ist, wie wir gegangen sind. Ich mach nicht mehr mit. Ihr habt Andrea umgebracht. So, ich möchte, dass Sie jetzt alle genau das tun, was Sie am Abend des 13. August 96 gemacht haben. Herr Strelow ist Helmut Zacher, Frau Schmidt-Rohrbach, Sie sind Andrea Klose Sanders. Helga, Sie erzählen uns, was genau passiert ist. Ich will da nicht Grimms Märchen, frag ihn, wo unser Geld ist. Wir wollten doch teilen, oder? Wir haben doch abgemacht, dass ja, wir haben nichts abgemacht. Wir müssen aber das Geld lassen. Alle betrogen. Es kam zu einem Streit. Der Helmut ist auf den Klaus los. Wenn der Jürgen nicht dazwischen gegangen wäre, dann Gnade Gott. Machen Sie das bitte mal. Und dabei ist Helmut Zacher gestürzt. Ja. Will alles. Die Regina hatte Angst, dass der Helmut ihr das Kind wegnimmt und nach Kanada entführt. Als der Helmut sich plötzlich wieder regte, hat sie sich den Spaten genommen. Aber ich habe nicht zugeschlagen. Ich bin weggelaufen. Regina! Regina! Ohne das Kind. Helga, nicht. Der Jürgen war es doch. Der Jürgen hat den Helmut erschlagen. Das war reine Notwehr. Einer musste was machen. Als er dann tot war, haben wir uns gegruselt. Nur der Albrecht nicht. Der hat sich drum gekümmert. Niemand wollte ihn auf seinem Grundstück haben. Da haben wir seine Parzelle behalten. Und das Geld? Das haben wir gerecht aufgeteilt. Auf Heller und Pfennig. Jeder bekam seinen Anteil. Ach ja? Der Albrecht hat das Geld angelegt. Für den Jungen. Wir mochten ja einfach nicht sagen, dass der Helmut tot ist. Aber ich hab's auch als Mutter getan. Für dich als Mutter von dem Moritz. Und für das Geld. Du warst doch froh, dass du den Helmut los warst. Du hast ja auch nie gefragt, warum er den Moritz nicht einfach mitgenommen hat. Wir waren eine gute Gemeinschaft, alle Jahre. Das hat uns zusammengeschweißt. Bis Andrea Klose Sanders reden wollte, weil sie es nicht mehr aushielt. Andrea hat auch profitiert von dem Geld. Du wusstest, dass Andrea vor der Schule immer an ihren Skulpturen bastelt. Du hast sie umgebracht. An dem Morgen war ich gar nicht hier im Garten. Ich lasse mir das nicht in die Schuhe schieben. Die Spuren von den Gummistiefeln sahen seltsam unregelmäßig aus. So als wären sie jemandem zu groß gewesen. Da fiel mir ein, dass ja jeder Zugriff auf die Stiefel hatte. Wir haben in seinen Stiefeln Fasern gefunden. Sie stimmen überein mit dem Innenfutter ihrer Stiefel. Ärger. Andrea hätte alles zerstört. Einer musste was machen. Wie haben Sie es getan? Als der Junge an dem Abend im Vereinshaus auftauchte, wusste ich, dass Andrea keine Ruhe geben würde. Du hast sie von der Leiter gestoßen? Nein. Der Junge hatte diese Maske, diese Teufelsfratze. Die hat er liegen lassen, wie er gegangen ist. Sie haben sie zu Tode erschreckt? Ich brauchte nur, um mit der Maske in den Garten zu kommen. Schon verlor Andrea das Gleichgewicht. Das ist doch kein Mord. Sie hat verzweifelt versucht, sich an der Leiter festzuhalten. Sie haben zugeschaut, bis sie gefallen ist. in einer Viertelstunde bei Luigi. Ich fürchte, das geht nicht. Das kennen Sie doch, oder? Ja, ich bin's. Ich wollte nur mal hören, wie es meinem Knöpfchen geht. Oh, es ist jetzt schlecht. Ich wickle gerade. Was? Ja, ich hab da im Peterchat was Interessantes gefunden. Da steht, alles ist möglich, es ist nur eine Frage der inneren Haltung. Aha.